Moin Leute und herzlich willkommen zu einem wunderbaren ersten Video, wo ich euch ein Tool aus der Community vorstellen möchte. Und zwar geht es um ein Tool von Richie. Link ist natürlich in der Überschrift, die man sehen kann. Und zwar die Magic Squares oder magische Quadrate auf Deutsch. Und ich möchte euch ganz kurz vorstellen, was ein magisches Quadrat denn überhaupt ist. Es ist gar nicht so einfach zu berechnen, um genau zu sein. Es ist wirklich verdammt schwer, das Ding zu berechnen, zumindest wenn man es von Hand macht. Deswegen alle Props hier an unseren Richie, der das Ganze geschrieben hat. Link, wie gesagt, hier, ihr könnt ihn ganz gerne mal fragen, wie er da dran gegangen ist. Und ja, wir haben in einem magischen Quadrat immer folgende Situation. Wir brauchen in jedem einzelnen Feld, also wir können hier oben erstmal die Quadrat- oder die Größe der Matrix eingeben, also 5, Kreuz 5, das ist immer eine quadratische Matrix. Und in jedem einzelnen dieser Felder steht eine Zahl, die kleiner oder gleich groß ist wie die Größe von dieser kompletten Matrix. Das heißt, hier hat es 5 Felder, hier hat es 5 Felder, also hat es insgesamt 25 Felder und deswegen dürfen die Zahlen insgesamt bis 25 hochgehen. So, also ihr seht es hier, 25, höher darf es nicht sein. Und jetzt hat man aber noch zusätzliche Anforderungen und zwar gibt es eine sogenannte magische Zahl in einem magischen Quadrat. Wer hätte es gedacht, wir sind hier heute im Besatz. So, und diese magische Zahl lässt sich berechnen, indem man einfach die einzelnen Felder in jeder Zeile aufsummiert. Das heißt, oder in jeder Spalte aufsummiert oder auf den Diagonalen, komme ich gleich dazu. Das heißt, 17 plus 24 plus 1 plus 8 plus 15 ist die magische Zahl dieses Quadrats. Das hier in der Summe muss eben diese magische Zahl ergeben, das hier, also hier diese Zeile, dann diese Zeile und jede Zeile in sich aufsummiert, also die hier unten genauso wie die hier oben, muss eben diese magische Zahl ergeben. Genauso die Diagonalen, also 17 plus 5 plus 13 plus 21 plus 9 und 11 plus 12 plus 13 plus 14 plus 15 muss auch diese magische Zahl ergeben. Und natürlich die Spalten auch, also 17 plus 23 und so weiter und bis hin zu 15 plus 16 plus 22 plus 3 plus 9 muss eben genau diese magische Zahl ergeben. Und ja, ich nehme mal an, einigen von euch wird es einfach nur Freude bereiten, da einfach ein bisschen rumzuspielen und anderen wird das auch mal in der Schule begegnen und ihr könnt da ganz gerne mal ein bisschen rumprobieren. Genau. Und ja, das war es eigentlich schon wieder von meiner Seite aus. An der Stelle möchte ich mich nochmal bei ihm bedanken. Und natürlich euch dazu motivieren, vielleicht auch selbst so ein Tool zu schreiben. Also ihr seht, es muss nicht irgendwas Komplexes oder sowas sein, was ich im Forum schon vielleicht aufgeschrieben habe, sondern ihr könnt euch auch super gerne eigene Ideen aus den Fingern saugen oder sonst irgendwo her saugen. Und ja, einfach mal dann selber implementieren. Übrigens kann man hier bis zu einer Größe von 32 Kreuz 32 gehen, was übrigens richtig, richtig groß wird. Aber ja, ihr könnt gerne mal ein bisschen rumspielen damit. Und viel Spaß dabei. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.